Hallo, von der Klostersternwarte in Münster-Schwarzach. Ich möchte einiges zu den Perseiden in diesem Jahr sagen. Die Perseiden sind ja der Meteorstrom, der am einfachsten, schönsten und bequemsten im Grunde genommen zu beobachten ist, weil es eben Mitte August ist. Dieses Jahr fällt der Hauptmaximum in die Nacht zwischen 12. und 13. August. Aber vorher und nachher sind schon die Perseiden zu sehen. Warum heißen diese Sternschnuppen Perseiden? Weil es scheint, als würden sie alle auf den Perseus, auf das Sternbild Perseus zufliegen. Deswegen Perseiden. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass es sehr helle Sternschnuppen sind und auch sehr schnell unterwegs sind. Also wenn Sie schnell über den Himmel flitzende Sternschnuppen sehen, die in Richtung Nordosten dann am Abend flitzen, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich eine Perseide. Eine solche habe ich hier auf dem Bildschirm, die ist von einem Freund beobachtet worden oder fotografiert worden. Aber die war gar nicht nach Nordosten hin zu sehen, sondern die war nach Süden hin zu sehen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, wohin soll ich denn schauen? Am besten eigentlich irgendwie so ein bisschen in den Zenit, den Nordosten im Blick haben, aber natürlich irgendwie den Süden nicht vergessen. Und vielleicht sogar zu zweit, zu dritt, und dann kann jeder so, sozusagen eine Richtung im Auge behalten und dann schreien, hallo, ich sehe was, dann können die anderen schnell rüber schauen zu dem anderen. Wenn Sie allerdings in den Nächten eine eher langsame Sternschnuppe sehen, auch Richtung Süden, dann ist es eher eine Aquaride. Die treffen sich im Aquarius, im Wassermann. Aber im Grunde genommen ist es egal, welche Sternschnuppe man sieht. Man kann auch ganz gern dann die Augen schließen, sich etwas wünschen. Ob es natürlich in Erfüllung kommt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Sagt vielleicht eher was über mein Herz aus und was ich gerade brauche. Perseiden selber, wunderbar ist die warme Nächte im August. Am besten in den Liegestuhl, kein Teleskop benutzen, keinen Feldstecher, einfach sich nur hinlegen, entspannen und in die Sterne gucken und vielleicht auch einen guten Wein dazu trinken. Viel Erfolg beim Beobachten!